Hallo und herzlich willkommen bei Nasrins Welt. Ich bin Nasrin. Heute teste ich für euch typisch deutsches Essen. Als erstes probiere ich mal etwas aus dieser Dose. Zum Beispiel hier. Was steht da? Aha, Sauerkraut. Sauer. Aber lecker. Als nächstes probiere ich das Essen aus diesem Glas. Hier steht Apfelmus. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Das schmeckt lecker. Etwas süß. Und nach Äpfeln. Und wie schmeckt das? Ich weiß nicht, was das ist. Auf der Packung steht Harzer Roller. Puh, das ist Käse. Der riecht aber nicht sehr gut. Gar nicht so schlecht. Schmeckt besser, als er riecht. Also, für heute habe ich genug typisch deutsches Essen probiert. Euch wünsche ich weiterhin einen guten Appetit. Eure Nasrin. Als erstes probiere ich mal etwas aus dieser Dose. Zum Beispiel hier. Was steht da? Aha, Sauerkraut. Sauer. Aber lecker. Als nächstes probiere ich das Essen aus diesem Glas. Hier steht Apfelmus. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Als erstes probiere ich mal etwas aus dieser Dose. Zum Beispiel hier. Was steht da? Aha, Sauerkraut. Sauer. Aber lecker. Als nächstes probiere ich das Essen aus diesem Glas. Hier steht Apfelmus. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Als nächstes probiere ich das Essen aus diesem Glas. Hier steht Apfelmus. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Das schmeckt lecker. Etwas süß. Und nach Äpfeln. Und wie schmeckt das? Ich weiß nicht, was das ist. Auf der Packung steht Harzer Roller. Puh, das ist Käse. Der riecht aber nicht sehr gut. Morgens steht Jamal um 6 Uhr auf. Um 6:30 frühstückt die Familie. Von 8 bis 4 Uhr lernt Jamal Deutsch und Schweißen. Dann ruft er seine Frau an und kauft für das Abendessen ein.
Abends liest Jamal Nachrichten auf Deutsch und auf Dari. Morgens steht Herr Fani um 6 Uhr auf. Um 6:30 frühstückt die Familie. Von 8 bis 4 Uhr lernt Jamal Deutsch und Schweißen. Dann ruft er seine Frau an und kauft für das Abendessen ein. Abends liest Jamal Nachrichten auf Deutsch und auf Dari. Ich habe eine Frage. Wann fängt der Deutschkurs A2 an? Am Montag beginnt ein neuer A2-Kurs. Okay. Und um wie viel Uhr ist der Kurs? Er fängt immer um 14.30 Uhr an. Ach, am Nachmittag? Nein, ich brauche einen Kurs am Vormittag. Wir haben einen Vormittagskurs ab 9 Uhr. Er fängt am Mittwoch an. Wie lange dauert der Unterricht? Der Kurs dauert 4 Stunden bis 13 Uhr. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Wann fängt der Deutschkurs A2 an? Am Montag beginnt ein neuer A2-Kurs. Okay. Und um wie viel Uhr ist der Kurs? Er fängt immer um 14.30 Uhr an. Ach, am Nachmittag? Nein, ich brauche einen Kurs am Vormittag. Wir haben einen Vormittagskurs ab 9 Uhr. Er fängt am Mittwoch an. Wie lange dauert der Unterricht? Der Kurs dauert 4 Stunden bis 13 Uhr. Vielen Dank. Uhr 15:30. Uhr 16:45. 11:10. 11:10. 8:15. 17:12. 14:31. 6:15. 22:30. 18:58. 5:45. 18:19. 0:20. 9:12. 20:15. 22:45. 16:29.
Es ist 4:05. Willkommen bei der Oase, Ihrem Kulturmagazin am Nachmittag. Thema heute: Wie viel Zeit braucht der Mensch? Los, los, los! Es ist schon 4:05. Wir müssen spätestens 8:30 in der Kita sein. Meine Güte, wir kommen wieder zu spät. Auf Gleis 2 erhält jetzt Einfahrt der ICE aus Köln. Planmäßige Abfahrtszeit 7:57 Uhr. Es ist 4:05. Es ist 10:30. Es ist 4:10. Es ist 5:06. Es ist 3:15. Es ist 11:20. Wann kommt die 62 endlich? 18:31 Uhr. Und wie spät ist es jetzt? Es ist 18:29 Uhr. Und wie spät ist es jetzt? Es ist 18:29 Uhr. Wann kommt die 62 endlich? 18:31 Uhr. Mina räumt das Kinderzimmer auf. Jamal kauft nachmittags ein.
Entschuldigung, kann ich Sie etwas fragen? Was machen Sie normalerweise am Abend? Am Abend? Tja, ich komme erst um 9 von der Arbeit nach Hause und dann sehe ich fern. Auf Deutsch. Aber ich bin dann müde und schlafe meistens bald ein. Vielen Dank. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Rafael Ortega. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Ich bin Nasrin Fani. Warum? Ich mache eine Umfrage. Was machen Sie denn normalerweise abends? Ich schreibe oft E-Mails an meine Familie und an meine Freunde. Oder ich telefoniere. Heute Abend rufe ich meine Mutter an. Aber ich gehe früh ins Bett, denn ich wache morgens früh auf. Oft noch vor dem Wecker. Dankeschön. Und Sie, Frau? Ich heiße Melek Schneider. Frau Schneider, was machen Sie abends? Abends bereite ich den Unterricht für meinen Deutschkurs vor. Ich bin nämlich Lehrerin. Danach lese ich meistens noch. Was mache ich gern? Also, ich mache gern Yoga. Ich spiele gern mit Kaya Volleyball im Park. Und ich spiele gern Gitarre. Koche ich gern? Ja, doch. Ich koche gern. Also meistens. Ich koche gern polnische Gerichte. Und was machen Sie nicht gern? Was mache ich nicht gern? Ich putze nicht gern. Und ich kaufe nicht gern ein. Immer wieder einkaufen. Das ist so langweilig. Es ist 2. Es ist 2:30. Es ist 3:15. Es ist 3:15. Es ist 3:20. Es ist 4:10. Es ist 4:05. Es ist 4:55. Es ist 4:55. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es?
Es ist 7:15. Es ist 5. Es ist 8:10. Es ist 9:30. Es ist 2:40. Es ist 11:15. Es ist 9:55. Es ist 3:05. Es ist sehr gern. Wann hast du Zeit? Zum Beispiel am Samstag? Das geht leider nicht. Samstags arbeite ich. Raphael, hast du heute Abend Zeit zum Deutschlernen? Wir schreiben doch morgen den Test. Gute Idee. Aber leider arbeite ich abends bis 9 und dann bin ich zu müde. Okay, schade. Nasrin, lernen wir heute Abend zusammen Deutsch? Tut mir leid. Heute Abend geht es nicht. Da ist ein Elternabend in der Schule von meiner Tochter. Oh, ja, wie schade. Ella, sag mal, hast du vielleicht heute Abend Zeit? Ich möchte Deutsch lernen für den Test. Nein, da kann ich leider nicht. Da bin ich schon verabredet. Ach, schade. Und du, Piotr? Hast du heute Zeit zum Deutschlernen? Nein, leider nicht. Ich grille heute Abend mit Freunden. Aber da spreche ich Deutsch. Banzel, Sie rufen außerhalb der Sprechzeiten an. Diese sind montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 13 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags nachmittags von 16 bis 19 Uhr. Herzlich willkommen in der Stadtbibliothek Wuppertal. Sie rufen leider außerhalb unserer Öffnungszeiten an. Diese sind montags und donnerstags von 10 bis 19 Uhr sowie dienstags und freitags von 10 bis 18 Uhr. Mittwochs ist die Stadtbibliothek geschlossen. Guten Tag, mein Name ist Fani. Ich möchte bitte einen Termin. Geht es vielleicht morgen? Guten Tag, Herr Fani. Nein, morgen passt es nicht. Können Sie am Dienstag 9 Uhr? Nein, da habe ich keine Zeit. Haben Sie einen Termin am Nachmittag? Ja, Moment. Geht es am Donnerstag 16.30 Uhr? Ja, vielen Dank. Das passt. Also am 18.11. 16.30 Uhr. Genau.
Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Guten Tag, mein Name ist Fani. Ich möchte bitte einen Termin. Geht es vielleicht morgen? Guten Tag, Herr Fani. Nein, morgen passt es nicht. Können Sie am Dienstag um 9 Uhr? Nein, da habe ich keine Zeit. Haben Sie einen Termin am Nachmittag? Ja. Deutschkurs. Er dauert von 10 bis 14 Uhr. Am Nachmittag hole ich dann meine Kinder ab. Arian um 15.30 Uhr und kurz danach Mina. Am Freitag gehe ich um 10:30 zum Sport. Die Kinder hole ich freitags schon um 14 Uhr ab. Von Montag bis Donnerstag bin ich im Deutschkurs. Er dauert von 10 bis 14 Uhr. Mittags essen wir beide warm. Kaya in der Schule und ich in der Kantine. Dann essen wir abends Brot mit Käse und manchmal einen Salat. Aber am Wochenende koche ich meistens, mittags oder abends. Ich koche werktags immer, immer abends. Ich koche einfach sehr gern. Dafür kocht Melek dann am Wochenende. Da koche ich nie. Melek kocht auch gern, aber nicht jeden Tag. Wie lange dauert der Deutschkurs? Von 9 bis 13 Uhr. Wann stehst du auf? Um 6:30. Wie lange ist die Pause? 30 Minuten. Wann kommt deine Mutter? Um 4:30. Shihao, wir grillen morgen Nachmittag im Stadtpark. Kommst du mit? Ja, gern. Wann denn? Wir treffen uns um 4:00. Super, ich komme. Nasrin, kommst du auch mit? Morgen um 4:00? Da habe ich leider keine Zeit.
Schade. Warum denn nicht? Ich hole um 3:30 die Kinder ab. Bring die Kinder doch mit. Gute Idee. Das mache ich vielleicht. Shihao, wir grillen morgen Nachmittag im Stadtpark. Kommst du mit? Ja, gern. Wann denn? Wir treffen uns um 4:00. Super, ich komme. Nasrin, kommst du auch mit? Morgen um 4:00? Da habe ich leider keine Zeit. Schade. Warum denn nicht? Ich hole um 3:30 die Kinder ab. Bring die Kinder doch mit. Gute Idee. Das mache ich vielleicht. Shihao, wir grillen morgen Nachmittag im Stadtpark. Kommst du mit? Ja, gern. Wann denn? Wir treffen uns um 4:00. Super, ich komme. Nasrin, kommst du auch mit? Morgen um 4:00? Da habe ich leider keine Zeit. Nasrin, kommst du auch mit? Morgen um 4:00? Da habe ich leider keine Zeit. Schade. Warum denn nicht? Ich hole um 3:30 die Kinder ab. Bring die Kinder doch mit. Gute Idee. Das mache ich vielleicht. Wir grillen am Samstag. Kommst du mit? Ja, wo denn? Hast du am Samstag Zeit? Gehen wir zusammen essen? Am Samstag habe ich leider keine Zeit. Lernen wir mal zusammen Deutsch?